Guten Morgen. Es freut mich, dass auch am zweiten Tag unserer Konferenz der Raum noch recht gut gefüllt ist. Wir hatten gestern wirklich sehr spannende Panel, auf denen wir kontrovers, aber auch wirklich gut kontrovers diskutiert haben und wo ganz viele Fragen und Punkte aufgekommen sind, die wir heute am heutigen Tag in den drei Panels nochmal konkretisieren werden. Es wird heute wir werden uns heute mit drei Bereichen beschäftigen, die wir uns rausgesucht haben, weil wir glauben, dass sie an politischer Aktualität, dass sie politische Aktualität haben und es sich lohnt, da nochmal genauer hinzuschauen, was können Handlungsoptionen sein, was können Handlungsempfehlungen sein für die Zivilgesellschaft, aber auch für die Politik. Wir werden uns am Anfang des Tages mit der Frage der aktuellen Drohnenangriffe der Türkei in der Region beschäftigen, den Rüstungsexporten. Wir werden uns dann nochmal dem Thema des Umgangs mit den inhaftierten IS-Kämpfern und ihren Angehörigen in der Region widmen und da auch rechtlich nochmal drauf schauen, was sind Möglichkeiten und Handlungsoptionen der Regierung, um internationale Kämpferinnen zurückzuholen, und werden uns dann dem ganzen Thema der Menschenrechtsverletzungen in der Region, des Umgangs damit widmen und werden dann zum Schluss nochmal zusammenkommen und versuchen, Perspektiven für die Region zu formulieren, die sozusagen ja, realistische Handlungsoptionen sein können, ein realistisches Szenario für die nächsten Jahre zu diskutieren. Bevor wir jetzt starten, haben wir noch zwei Grußbotschaften, die wir gerne einspielen möchten. Das ist einmal von Rita Segato, eine der aktuell der bedeutendsten lateinamerikanischen Anthropologin, feministische Theoretikerin und Wissenschaftlerin, mit der Medico in unterschiedlichen Kontexten immer wieder zusammenarbeitet. Ihr war es ein großes Anliegen, solidarische Worte hier an diese Konferenz zu richten. Und dann wird der neue Parteivorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, auch noch ein kurzes Grußwort zu uns sprechen. Er war auch eingeladen für die Konferenz und konnte leider nicht kommen und hat dann dieses Grußwort geschickt. Im Anschluss übergebe ich dann an das erste Panel. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Die Grußworte von Martin Schirdewan haben jetzt eigentlich schon eine gute Einleitung auch für das jetzt anstehende Panel gegeben. Wir haben schon gestern den ganzen Tag darüber gesprochen, dass die Fragen an ein politisches Projekt oder welche Fragen es an ein politisches Projekt stellt, wenn es unter permanenter Bedrohung steht, wenn es permanenten Angriffen und militärische Auseinandersetzung ausgesetzt ist. Deswegen wollen wir uns heute auf dem Panel ein bisschen genauer mit dieser Frage der Bedrohung beschäftigen. Bedroht ist Rojava, von Rüstungsexporten bis Drohnenkrieg, ist sozusagen der Titel. Und wir sind in der Situation, dass wir im Schatten quasi des Ukraine-Krieges in permanenten Bedrohung des Projektes Rojavas durch vor allen Dingen die Türkei, durch eine permanente Ankündigung oder Drohszenario der Invasion, aber eben auch durch türkische Drohnenangriffe ausgesetzt sind. Dies bleibt weitestgehend unkommentiert und in der öffentlichen Darstellung hier unsichtbar. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit drei Referentinnen diese Situation ein bisschen genauer beleuchten können. Ich begrüße ganz herzlich Chloe Troadek. Du bist Mitglied des Rojava Information Center und bist regelmäßig auch in der Region gewesen, bist an dem Projekt beteiligt, was ein unabhängiges Projekt der Gegenöffentlichkeit ist, was in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung ist, und kannst aus deiner Perspektive etwas zu dem Ausmaß und der Dimension der Drohnenangriffe und der Bedrohung sagen. Darüber hinaus diskutieren wir mit Matthias Monroy. Du bist Drohnenexperte und schreibst für die Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, hast dich schwerpunktmäßig mit Migrationskontrolle, Überwachungs- und Abhörtechnologien und eben auch Drohnentechnologie beschäftigt und wirst uns aus dieser Perspektive und was auch die Türkei, wie sich die Türkei zur neuen Drohnenmacht entwickelt,
berichten. Und als drittes freue ich mich sehr, dass wir heute mit Jan van Aken auch diskutieren werden. Du bist selber schon in die Region gereist und der Region solidarisch verbunden und warst für die Fraktion Die Linke außenpolitischer Sprecher und hast dich in diesem Zusammenhang viel auch mit der Rüstungsfrage beschäftigt und arbeitest im Moment auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung an der Frage internationaler Krisen, Konflikte und eben auch Konfliktlösung, in denen Rüstung ja immer auch eine Rolle spielt. Genau, schön, dass ihr alle drei da seid. Ich würde auch direkt gerne, Chloe, mit dir beginnen. Du arbeitest für das Rojava Information Center oder du bist Mitglied des Rojava Information Centers. Ihr habt sehr viele Recherchen und Untersuchungen dazu gemacht, wie diese Bedrohungssituation aussieht, was Bedrohung eigentlich bedeutet für die Menschen vor Ort. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen und uns vielleicht kurz zusammenfassen, was eure Ergebnisse sind. Yes, bonjour. Then there will be the PowerPoint. I think it's okay, you can stay there. Yeah. So, yeah, I was asked to speak specifically about, like, yeah, some up of the data we have on the drone attacks that were happening in Rojava, especially in this last year, 2022. Even if, like, we can say that the drone war started way before, and drones have been used also as, like, weapon inside, like, in the main invasions also that were happening against Rojava, and they are being used also continuously on the front line, especially of the Turkish occupied territories, to lead attacks against like defense positions of YPG, YPG, and SDF. But recently, like, we can see a new trend in the way Turkey is using these drones to target special people inside the autonomous administration, but also inside, like we said, military defense organization like SDF. And I can present you first data now that show a little bit like how these drone attacks are happening, where it's happening, and how many of them are occurring in this year. So the number is already outdated because the day before yesterday, another drone attack occurred on Rojava. So now we are speaking about just for 1 year since, so January, for like 8 months, of 76 drone attacks that happened. 59 of them were happening from like fixed wing drones. Like, I guess Matthias will tell us more about it, but like, let's say like Bayraktar drones, these drones that are like remote controlled and that like can target, kill people and then go away, while 17 attacks were happening from suicide drones, so drones that are being, like smaller drones that are being thrown from mainly like from Turkish occupied areas of northern East Syria, and that are being launched on like mainly also military positions on the front lines. In these attacks, 57 people have been killed, among them 17 civilians, including 8 children, and 101 people have been wounded, and among them 73 civilians. Like you can see on the graphs also, no, the most the months with the most attacks were February, April, July, and August, but especially like July and August were the deadliest months this year. So like, no, we can observe a trend now that like the effect of the attacks is more and more heavy on the people and on the structures of the autonomous administration and defense organizations in North and East Syria. I can then show you the repartition of these attacks now. We can see that they are mainly concentrating on the region that is like closer to the Turkish border and the Turkish occupied regions. And so like there were 31 attacks happening in Jazira region, the region in the east. Then the second region that was being targeted was Euphrates, which is the region of Kobane. Then the region of Sherba, so it's this part
like that you don't see on this map, in fact, that is closer to Afrin, where lives like Afrin refugees, and then a Membij region, like the regions that are far away from Turkey, and especially like Arab populated regions like Deir ez-Zor and Raqqa weren't targeted by the drone strikes. And we can explain later why. Another element that's important to see is that like what characterized drone attacks is that they are like precise targeted attacks, and that they differentiate in this way from the constant shelling that's happening on the towns that are bordering the occupied regions, like for example Ain Issa or Til Tamer, that are like under constant shelling and that also are leading to many deaths, especially of civilians, because it's more blind attacks, let's say, like indiscriminate shellings. And for the drone attacks, they are specifically targeting some people. And we can say that so anytime one person is dying from a drone attack, we know that it was with this aim from Turkey, you know, that it was volunteer from Turkey that they would kill this person. And you can just see this with some pictures. I didn't associate it pictures that I will show you after of people that have been killed with attacks by themselves. But I thought it's important to show these pictures because it's showing the precision of these strikes, no? So it's proving that when Turkey is targeting something, they want to target it and they know what will be the outcome of this strike. Like you can see, you know, how the zone around the drone strike is so like not affected, no? And like for example, in this one that happened in the Sinaa, that is a like place where there's all the place to repair cars in Kamiflo, which is really crowded. Like if the car that was targeting is the one in front, if the one behind is also damaged, it's also with the knowledge of Turkey. This is the last one. This was just like to show you the precision of these strikes. Then, like one element that is important to mention or to analyze is who is being targeted in these strikes and what, like, as a kind of people, what are they trying to achieve with these drone strikes, Turkey? And so we can distinguish four main categories of people that are being targeted. The first one are fighters and commanders in two Syrian Democratic Forces, but also ASAIJ, that is the internal police forces. And so it's people, in fact, that play a role in daily and strategical defense of the region against Turkey, but also that play a big role in the fight against ISIS. And this is the case, for example, of the special agent Tohildan, who is here, who was a commander in YPG, but especially in the YAT, so the anti-terror forces in Rojava, and she was killed on the 22 of July with two other YPG fighters, and commander also Roj Khabur. And Jen Tohildan, for example, she was coordinating with the US Central Command in the war that is still being leaded against ISIS on the north and east Syria territory. So this is one of the category, you know, the fighters. Also, like many SDF bases have been targeted in these drone strikes, SDF cars. For example, even in January, there was a car from the Til Tamer Military Council that has been striked, and they were on their way from Til Tamer to Heseke, where there was a prison, like ISIS prison breakout. And they, prison break, sorry, and they were going there to support their other, like, SDF comrades in fighting the prison break of ISIS, and they were, like, so everybody in the car was killed on this strike. And another example that is from last year, but was, for example, the targeting of a meeting of Til Tamer commanders, so there was a frontline commanders of this region that is, like, a Turkish-occupied like border, and they were now the main people that were in knowledge of like the defense system, organizing the defense, knowing also the positions of the fighters and everything, and there were like so four people killed on this strike that happened last year. Another kind of people that are being targeted are people that have key responsibility in the autonomous administration. Again, this is an example that is not completely fitting in the data set that I just presented, because this strike
against Ferhat Shibli happened in Iraqi Kurdistan, in fact, next to Soleimani. He was killed on the 17th of June this year. But why was he killed? Because he was a vice co-president of the Executive Council of the Autonomous Administration. He was also by himself from Rojava, and he was having a leading role in the building up of the autonomous administration all over the years. He had been, like, since the beginning on, since 2012, in a position where he was, like, helping to build this autonomous administration, and he has been killed in this strike. There are also people that have role that is more maybe, let's say, psychological or emotional role inside the revolution, even if they don't hold elected position inside the administration. It's the case, for example, of Yusuf Gulo and his son and his nephew, that like the Gulo family is a really important family in Hilili neighborhood of Kamishlo. It's one of the oldest families that was supporting the Kurdish freedom movement to organize during the time of the Ba'ath regime. And Yusuf Gulo was 82 years old when he was killed. So it's not someone that was like leading anything on the ground on a daily basis, but it was someone that was representing a lot for the people, no? So to kill him again was an act of trying to hit the heart somehow of this revolution. And this is also extending to all the structures of the Kurdish freedom movement, because also, for example, on the 6th of August, there's a JAK commander, so the like guerrilla and party fighting for Kurdish autonomy in Iranian parts of Kurdistan, that was also killed. It was this attack we saw in the Sinara, in Kamishlo, where he was killed, and also two young boys were killed with him, like civilians that were just like by him in this time. The third category of people that are being targeted are women. Like we know since many years, decades, that Turkey is having a clear politic of femicide, and is using like also this as a way to target the organization of the autonomous administration of the defense forces and of the like Kurdish freedom movement, because they know about the importance of women organizing in it. And they know that women are guarantors in many ways of the achievements of the revolution that we were also discussing yesterday. And so for example, now like in, just in this year, in the last 2 months, in fact, there have been 4 YPG commanders and fighters that have been killed, 3 Asayish members, women Asayish members, and these 5 young girls from Heseke Academy that were killed on the 18th of August, so just like less than 1 month ago. And they were in this academy for young girls where it's women that are, like wanted to join YPG maybe and were demobilized or were prevented to join because they were minors, and then were staying in an academy in order to learn also like basic classes, like you know, to learn like about history, geography, mathematics, study English maybe or whatever, like somehow kind of high school. And they were being targeted on purpose, no, also by Turkey, because they know that somehow this is something that is having a special psychological effect on Turkey, because when you think that they are able to target on purpose like young girl academies, then what they can do, no? Like it's also showing to the people that they are ready to do anything to achieve their goals. And just to finish, the last category of people we can speak about are civilians. In which way? Not in the way that Turkey is using drones and like doing strikes against civilians specifically, because we know the cost of the drone strikes, and so they prefer to keep them somehow for people that have these roles that we just talked about. But like what they will do and what was observed, especially in the last months, is that they are waiting for the people that they want to target and their cars mainly to be in civilian populated areas. Like that's the case of the Sina in Kamishlo, for example. They could have waited for the car of this JAK commander to be in on a road in the middle of nowhere, no? But they will wait for it to be in the middle of civilians. Then they will strike it. Then they will provoke fear among civilians. And this is provoking also what was mentioned yesterday already in the panel, no, by Thomas Schmidinger, the fact that many people will then fear to be next to people that have key roles into the administration, people that have commander position into SDF. And it's instigating fear among the population, no? Because it can be like, oh, I'm going to do any normal activity on my day, but whatever if I cross the way of someone that is important, or if I
like happen to be next to them, maybe I could be striked also. So this is something that is also making like a special like psychological atmosphere among the people that is driving the people away from the administration, SDF, and the Kurdish Freedom Movement. And like it's really a technique that we can see that is being used by Turkey. All of this, like of course, it's happening in a frame, no? And then maybe we can come again about this special technique of low intensity warfare. Danke, Chloe, schon mal für deine Ausführung. Matthias, diese Form. Wir haben jetzt gehört, welche Form, also der präzisen, intendierten und Form des Angriffs auf militärisches Personal, politisches Personal, Personal der Selbstverwaltung in Rojava stattfindet und inklusive der Abschreckungsfunktion gegenüber Zivilisten. Matthias, vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deiner Perspektive auch noch mal mehr ausführen, die Rolle, die Drohnen in diesem nicht erklärten Krieg, der irgendwie auch trotzdem ein Krieg ist, spielen und welche Form der Kriegsführung da eigentlich vorliegt, wenn doch gar keine Kriegserklärung da ist. Ja, vielen Dank, auch dass ich Teil der Bewegung sein kann. Matthias. Vielen Dank auch, dass ich hier eingeladen bin und Teil dieser Bewegung sein kann mit diesem Drohnenthema, was ich finde, was hinsichtlich der Türkei sehr wichtig ist. Ich habe auch eine Präsentation. Ich würde anfangs vielleicht ein bisschen erstmal einordnen, was Drohnen eigentlich sind. Und zwar Chloe hatte ja schon diese Kamikaze-Drohnen erwähnt, das wäre hier der zweite Anstrich. Ich rede allerdings hier nur über große Drohnen, große bewaffnete Drohnen, Kampfdrohnen. Es gibt inzwischen allerlei andere Formate, also gerade im Moment im Ukraine-Krieg sind sehr populär diese kleinen handelsüblichen Quadrocopter, an die eine Artilleriegranate gehängt wird, die dann abgeworfen wird über bestimmten Stellungen. Diese Kamikaze-Drohnen, die zerstören sich beim Aufprall selber, deswegen heißen sie so. Das kann man sich vorstellen wie so eine gelenkte Rakete, die aber noch eine gewisse Zeit bis zu einer Stunde über dem Ziel kreisen kann und auf eine günstige Gelegenheit wartet. Das kann man auch automatisieren. Über das spreche ich alles nicht, sondern nur über diese, diese oben genannten. Und die bekanntesten sind wahrscheinlich die US-Drohnen. Das ist ein Bild von der Reaper, das ist so ein Modell, was die USA im Prinzip seit über 20 Jahren ein bisschen immer mal wieder geupgradet fliegen. Und Israel und die USA waren lange Zeit Marktführer. Ich würde sagen, mindestens die 10er Jahre, sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Und haben auch die Verkäufe dieser Drohnen sehr stark reglementiert. Also es ist eigentlich nur Großbritannien, jetzt Frankreich, die US-Drohnen, bewaffnete, also Kampfdrohnen, gekauft haben. Und aus Israel hat bisher nur Deutschland jetzt beschlossen, die zu kaufen. Geliefert werden sie in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren. Allerdings hat in den letzten Jahren haben andere Länder aufgeholt, und zwar waren das China, die Türkei und der Iran. Und ich habe hier mal so eine Übersicht, gleich kommen noch mal ein paar mehr Zahlen. Also wie viele Drohnen China letztlich verkauft hat, Kampfdrohnen. Und wenn ihr das vergleicht mit den geringen Zahlen der NATO-Staaten, also USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die bewaffnete Drohnen beziehungsweise haben beziehungsweise haben werden, ist es doch relativ beträchtlich. Und spätestens ab 2014 kam dann auch die Türkei auf diesen Markt. Hier abgebildet ist eine iranische Drohne, es ist vielleicht ein bisschen unbekannt, aber auch Iran gehört zu den, ich würde sagen, 5 Drohnenmächten. Was eine Drohnenmacht kennzeichnet, beschreibe ich gleich noch. Ach so, nee, hier steht es ja auch genau. Also es gibt im Prinzip 4 Faktoren. Also nicht nur eine Kampfdrohne besitzen macht ein Land aus meiner Sicht zur Drohnenmacht oder sie selbst herzustellen, sondern sie auch einzusetzen, entweder im Inland oder im Ausland.
Für den Iran trifft das alles noch nicht zu, für China auch nicht. Also soweit ich weiß, wurden die nicht im Inland eingesetzt, für die Türkei aber schon. Also die Türkei erfüllt alle diese vier Kriterien. Hier kommen jetzt mal so drei Seiten Übersicht. Also das ist von Drone Wars UK. Es gibt verschiedene Organisationen, die versuchen, so einen Überblick zu geben, welches Land hat eigentlich Kampfdrohnen? Diese Zahlen unterscheiden sich und die sind auch nie aktuell. Also hier sind 26, das ist schon wieder obsolet. Aber die Spalten sind ganz interessant. Also in der Mitte, internally developed, also welche Länder haben eigene Entwicklungen von Drohnen? Also viele Länder kaufen einfach nur und ihr seht hier schon in der Spalte daneben, imported from, also das sind die Länder, die ich gerade beschrieben habe. Und dann sind eben auch so Staaten dabei wie Äthiopien, wo sowohl türkische Drohnen als auch iranische Drohnen gerade eine sehr wichtige Rolle spielen gegen die Tigray-Rebellen beispielsweise. Länder wie Kasachstan bauen jetzt eine eigene Kampfdrohnenproduktion auf. Das sind auch relativ kleine Drohnen, die hat man auch schon gesehen. Also ob die jetzt tatsächlich schon eingeführt sind oder als Prototypen, weiß man nicht. Also Kasachstan oder Pakistan haben eine eigene Kampfdrohnenindustrie inzwischen. Und ihr seht, also an ganz vielen Stellen steht hier die Bayraktar TB2. Das ist die Drohne, über die ich jetzt heute hauptsächlich spreche. Das ist dieses türkische Modell. Die Türkei hat verschiedene Kampfdrohnen. Es gibt noch eine Firma, die stellt die Anker-Drohnen her. Das sind, die sind auch bewaffnet, die spielen auch eine Rolle. Ich werde mich jetzt auf diese Bayraktar fokussieren. Und so nach meiner Beobachtung war 2014 waren die ersten Einsätze und ihr kennt sicherlich die Bilder aus dem Krieg um Arzach, also oder vielleicht auch aus Libyen. Also im Drohnenkrieg spielt auch eine ganz wichtige Rolle die Einschüchterung und das geschieht dadurch, dass eben diese Bilder veröffentlicht werden, wie der Gegner quasi gedemütigt wird. Und da spielt auch eine wichtige Rolle, dieses Porträt von Abdullah Öcalan, was sehr medienwirksam eben von so einer Bayraktar-Drohne mit einer Rakete beschossen wurde. Und zwar wurde Öcalan in den Mund geschossen. Es gibt also, das ist ein Still von einem Video, was natürlich eine perfide Botschaft transportieren soll. Und wichtig war auch für die türkische Drohnenindustrie, dass es bestimmte Ereignisse gab, wo Drohnen eigentlich von vielen Expertinnen als Gamechanger bezeichnet wurden. Ganz sicher war das in Arzach, also wo die armenischen Stellungen massiv mit Kampfdrohnen angegriffen wurden, aber auch diesen Kamikaze-Drohnen. Die haben auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle gespielt. In Libyen haben sie wahrscheinlich der Einheitsregierung den Sessel gerettet. Also als der General Haftar auf Tripolis marschiert ist. Und dort kam es dann auch zum Showdown zwischen chinesischen und türkischen Drohnen. Das ist ganz interessant. Also es gibt da wirklich die ganz interessante Verwicklung. Also dass manche Länder importieren, aus dem Iran und der Türkei beispielsweise. In manchen Ländern kämpfen die Drohnen aber, wenn man so will, gegeneinander. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Die Drohnen machen keinen Luftkampf, aber die Militärs oder die Truppen der beiden Seiten setzen dann Drohnen verschiedener Länder ein. Hier noch Bilder aus dieser Woche. Das ist Zelensky, der dem CEO von Baykar Makina, das ist der Hersteller von den Bayraktar-Drohnen, die Medaille, wie heißt die, Held des Vaterlands ersten Grades verleiht. Also die türkischen Drohnen haben dort sicherlich in den ersten Kriegsmonaten eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das ist jetzt durchaus weniger geworden, weil Russland in der Ukraine auch eine besser funktionierende Luftabwehr aufgebaut hat. Aber die ist wirklich enorm glorifiziert worden, auch in der Ukraine. Es gibt sogar ein Lied, was in der Ukraine kursiert, um diese Drohne zu preisen. Und hier ist Erdogan in Serbien und schließt einen neuen Vertrag ab zur Lieferung von Bayraktar-Drohnen nach Serbien. Also
deswegen ist diese Übersicht mit den 26 Staaten, die ich gezeigt habe, schon nicht mehr aktuell. Wobei da wird versucht, nur auf die Staaten zu fokussieren, die Drohnen schon haben. Nicht die sie haben werden. Und diese Zahlen sind auch beträchtlich. Also laut Angaben türkischer Medien und des Herstellers selber wurden Verträge mit 24 Ländern geschlossen. Das ist immens. Man muss aber sagen, viele dieser Lieferungen werden Jahre dauern, weil die Produktion, die kommen einfach nicht hinterher. Die Produktion, die Stärke liegt ungefähr bei 20 pro Monat. Und zum Beispiel hat diese Woche auch oder letzte Woche auch Rumänien die Regierung gesagt, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Das ist aber nur ein Vorvertrag, der muss noch durchs Parlament. Deswegen weiß man immer nicht so ganz genau, stimmt die Zahl 24 jetzt oder wird sich das Parlament zum Beispiel dann doch dagegen entscheiden. Aber so ungefähr die Größenordnung. Und es gibt auch zwei NATO-Staaten, die diese Drohnen bestellt haben. Polen, das war schon letztes Jahr, also diese Lieferung konnte dann als erstes erfolgen. Und eben Rumänien. Da wird aber mit einer Lieferung nicht vor in 3 Jahren gerechnet. Hier ist schon mal eine Drohne gezeigt worden mit polnischem Hoheitsabzeichen auf einer Militärmesse. Das zeigt also, wie wichtig die Rolle der Drohnen auch politisch sind. Also natürlich Länder, in denen die türkische Regierung eine Exportgenehmigung erteilt, werden sicherlich auch irgendeine Gegenleistung erbringen. Also außenpolitisch haben diese Drohnen für die Türkei eine sehr starke Bedeutung. Jetzt noch als Ausblick, leider bleibt es dabei nicht stehen. Also erstmal will die Türkei die Produktion dieser Bayraktar-Drohnen nächstes Jahr verdoppeln, also auf 40 pro Monat. Außerdem gibt es inzwischen schon eine weitaus größere Drohne, die ungefähr die 8-fache Nutzlast an Waffen tragen kann, also ungefähr 1 Tonne Waffen tragen kann, die Akinci. Die ist auch schon ausgeliefert ans Militär, allerdings in geringer Stückzahl, ich glaube 20. Interessanterweise werden hier Produktionsstätten in der Ukraine errichtet für die Motoren. Also es gibt da eine enge Zusammenarbeit, das ist im Moment on hold wegen des Krieges, aber vereinbart ist es schon. Und die Türkei entwickelt hier gerade so ein unbemanntes Kampfflugzeug. Das fliegt noch nicht, das wird noch einige Jahre dauern. Aber nur mal, um zu zeigen, auf welchem Weg die Türkei sich da begeben hat, eben wenn ich davon spreche, die Türkei als Drohnenmacht. Und dann gibt es noch diesen Flugzeugträger Anadolu, mit dem die Türkei 4. Seemacht geworden ist im Mittelmeer. Also es gibt ja nur 3 andere Länder, ich glaube Spanien, Italien und Frankreich, genau, die Flugzeugträger haben. Die Türkei ist jetzt das 4. Land. Der ist auch schon fertig gebaut, der macht gerade Probefahrten im Marmara-Meer. Und eigentlich sollten da die F-35 Kampfjets drauf stationiert werden. Die Türkei ist ja bekanntlich aus dem Programm rausgeflogen, weil sie russische Flugabwehrsysteme gekauft haben. Und dann haben sie halt kurzerhand gesagt, gut, dann stationieren wir halt unsere Bayraktar-Drohnen auf diesen Flugzeugträger. Klappbare Flügel bekommen dafür, die gibt es noch nicht. Also die wurden als Prototyp vorgestellt, die fliegen darauf auch noch nicht, aber das ist zumindest der Plan. Also nur mal so, um das alles nochmal so ein bisschen einzuordnen, hier in dem Abschlussbild habe ich nochmal, es gibt dann auch so ein Spiel fürs Handy, wo man Drohnenkrieg spielen kann und in Anführungsstrichen Terroristen jagen kann. Also das Ganze wird in der Türkei auch massiv gamifiziert. Der Hersteller der Drohnen, also der Besitzer der Firma, Selçuk Bayraktar, ist übrigens auch Schwiegersohn von Erdogan seit 2016. Auf Twitter ist der Held, der ist der Nationalheld, weil natürlich die ganzen Nationalisten in der Türkei auch wissen, was sie damit haben. Und auf Twitter hat er über 1 Million Follower. Und wenn ich manchmal irgendwas twittere zu diesen Drohnen und vielleicht, falls ihr mir folgt, ich schreibe immer Free Rojava drunter, weil manchmal werden die Sachen auch geretweetet von Nationalisten, weil das ja auch Erfolgsmeldungen sind. Und um das zu kontern, also weil ich will damit nur sagen, auf Twitter wird das auch, oder in anderen sozialen Medien spielt das auch eine sehr große Rolle. Und noch ganz kurz ein paar Worte. Ich habe ja jetzt eher so eine Einordnung gemacht, weil du noch gefragt hattest, diese Art von Krieg, eigentlich hat Chloe das aber auch schon gesagt, also dieser Krieg niederer Intensität, wozu Drohnen eigentlich genutzt werden können. Der Vorteil ist eben,
dass man sich damit selber als Luftwaffe nicht gefährdet. Also wenn man hinter feindlichen Linien fliegt, besteht ja immer das Risiko, abgeschossen zu werden. Bei so einer Drohne ist das dann egal, dann kostet das halt was. Und Kosten ist ein großer Faktor hier für die Türkei. Diese großen Drohnen, die ich eingangs gezeigt habe, diese US-Drohnen, die sind sehr teuer. Das sind so, ja, wenn man so will, ferngesteuerte Kampfflugzeuge. Die kosten ungefähr 20 Millionen pro Stück, wenn man nur die Drohne zählt. Wenn man die Bodenstationen zählt, ist es noch deutlich mehr. Oder auch die Satellitenverbindungen, bla bla bla. Und diese Bayraktar-Drohnen, da heißt es, dass der Stückpreis um 2 Millionen liegen soll. Und das ist natürlich, die ist allerdings auch kleiner. Trotzdem kann die 4 Raketen tragen. Das reicht dann erstmal für so einen Angriff. Und deswegen, ich meine, die USA hat ja eigentlich auch so ein, darüber können wir dann später vielleicht nochmal sprechen, quasi so ein Vorbild gesetzt. Ne? Die USA hat ja, seitdem sie Drohnen einsetzen, um die Jahrtausendwende, haben sie ja diese außergerichtlichen Hinrichtungen gemacht. Also dass sie halt in Ländern, wo es keinen erklärten Krieg gibt, wie zum Beispiel Pakistan oder Afghanistan, diese Luftangriffe gemacht, um bestimmte Personen zu töten, genauso wie Chloe das geschildert hat. Und auf diesem Weg hat sich jetzt auch die Türkei begeben. Also so vielleicht. Ja, danke Matthias für deine Ausführungen. Die Türkei rüstet sich als neue Drohnenmacht und auch für diese Form der Kriegsführung. Die Drohnen werden aber nicht unerheblich, wenn ich es aus früheren Ausführungen von dir, Matthias, richtig in Erinnerung habe, werden sie nicht ganz unwesentlich auch mit deutscher Unterstützung produziert. Und das stellt natürlich auch für die Frage hier nochmal an uns, also oder an Deutschland generell, die Frage der Rolle in Bezug auf diese Form der Kriegsführung, in Bezug auf Rüstungsexporte. Wir haben vielleicht auch alle noch in Erinnerung die Bilder 2018 bei dem Einmarsch nach Afrin, die Leopard-Panzer, die deutschen Leopard-Panzer, mit denen da operiert wurde. Medico hat damals auch eine Petition gestartet gegen diese Rüstungsdeals. Jan, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive und Erfahrung, der du dich mit Rüstungsexporten beschäftigt hast, da noch mal ein bisschen auf die deutsche Rolle eingehen und vielleicht auch welche Bedeutung da die Teile oder Zulieferstellen oder sozusagen Drohnen generell haben. Weil, also Panzer sind ja noch mal das eine, Drohnen was anderes. Wir haben schon gehört, Drohnen fallen auch in der Frage der Kriegsführung ein bisschen raus. Welche Rolle spielen Drohnen bei der Frage der Rüstungsexporte? Ja, vielen Dank euch. Also zu den genauen Bauteilen, möglicherweise deutschen Bauteilen in diesen Bayraktar-Drohnen, das weiß Matthias viel besser als ich. Aber der Hintergrund ist tatsächlich eine, ich würde mal sagen, mindestens 50-jährige Rüstungszusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei. Und das ist eine Sondersituation. Anders als in vielen anderen Ländern, muss man sagen, hat die Türkei seit mindestens 20 Jahren den Weg gegangen, eine eigene Rüstungsproduktion aufzubauen und das massiv mit deutscher Hilfe. Also wir brauchen uns nur mal die Zahlen anzuschauen. Im Moment ist die Türkei mittlerweile schon der 11. größte Waffenexporteur der Welt. Vor 20 Jahren waren sie noch auf Platz 35, noch hinter Indonesien und Peru. Da waren die quasi irrelevant für Waffenexporte vor 20 Jahren. Und heute sind sie einer der ganz, ganz großen Waffenexporteure. Und das kommt daher, dass die systematisch über Jahrzehnte eine eigene Rüstungsproduktion aufgebaut haben und da systematisch immer weniger auch deutsche Zulieferungen eingebaut haben, weil sie es selbst gelernt haben. Also von den Jahren 1990 bis 2010 war die Türkei der allergrößte Rüstungsempfänger Deutschlands. Es gibt die SIPRI-Datenbank, kann man sich das alles anschauen. Das heißt, über diese 20 Jahre gab es kein Land, das mehr Waffen aus Deutschland bekommen hat als die Türkei. Das geht jetzt völlig runter. Also die Rüstungsexporte von Deutschland in die Türkei sinken immer weiter. Die letzten 10 Jahre zusammengenommen waren es nur noch 609 Millionen Dollar. Und im Moment ist das verschwindend gering im Vergleich zu anderen Ländern. Das liegt daran, dass die Türkei das alles mittlerweile selbst bauen kann. Und Zwischenschritte daran waren zum Beispiel, dass in die türkischen Kampfpanzer denn noch die deutschen Motoren von MTU eingebaut wurden. Also wir waren 2017 mal auf einer der ganz großen Waffenmessen in der Türkei. Und da wurde dann dieser Altay-Kampfpanzer
Panzer ausgestellt, komplett in der Türkei produziert und ganz stolz, denn MTU, also deutsche Rüstungsfirma, hat den Stand daneben und sagen, wir sind stolz drauf, dass wir seit 10 Jahren im Herzen des Altai sind, also der Motor. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die ist systematisch vorangetrieben worden. Und deswegen ist die Türkei mittlerweile auch das, was Matthias eben gezeigt hat, in der Lage, eine von nur 4, 5 Ländern zu sein, die überhaupt selbst solche Drohnen herstellen kann. Das geht alles zurück auf eine 20, 30, 40-jährige Rüstungskooperation mit Deutschland, aber eben nicht im Sinne von ständigen neuen Rüstungsexporten, sondern Aufbau der Produktion. Warum überhaupt? Und das ist die große Frage, die ich ja bis heute nicht verstehe, ist diese lang andauernde, unverbrüchliche Freundschaft zwischen der jeweiligen Bundesregierung und der jeweiligen türkischen Regierung. Völlig egal, ob es die Faschisten in der Türkei waren, ob es zwischendrin andere Regierungen waren, ob es das Erdogan-Regime ist. Das ist immer eine enge, unverbrüchliche Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung, egal was dort passiert. Das gab einige kleine Brüche. Also das wissen vielleicht einige hier, als Rot-Grün 98 in Deutschland an die Regierung kam, da gab es den plötzlichen Zusatz bei Waffenexporten in die Türkei, wo es hieß, die dürfen nicht im Inneren eingesetzt werden, womit gemeint war, sie dürfen nicht im Kampf gegen die PKK eingesetzt werden. So. Daran hält die Türkei sich sogar. So, das heißt, die Leopard-Panzer, die sind ja nach Afrin einmarschiert. Das heißt, die dürften die Leopard-Panzer nicht in Diyarbakir einsetzen, aber in Afrin dürfen sie die einsetzen. Also das gab sozusagen diese Zwischenregelung Anfang der Nullerjahre. Diesen Zusatz gibt es mittlerweile nicht mehr, soweit ich weiß. Trotzdem gab es dann zum Beispiel auch 2016 mal wieder eine kurze Delle bei den deutschen Waffenexporten. Da gab es einige Anfragen aus der Türkei, wo die Bundesregierung Nein gesagt hat zu Waffenexporten. Das war die Situation, als es gerade diesen massiven Kampf in den östlichen türkischen Gebieten gab, also als diese ganz brutalen Angriffe auf die kurdischen Städte im Osten der Türkei waren. Da hat die Bundesregierung ausdrücklich auch mit Blick auf den Kampf der türkischen Militärs gegen die Kurdinnen und Kurden im eigenen Land erstmal, ich glaube, es waren 16 Genehmigungen nicht erteilt. Aber das sind so ganz kleine Dellen, aber über die letzten Jahrzehnte war das eine ungebrochene, enge Zusammenarbeit bis heute. Ich meine, wenn wir die Bilder gesehen haben, Anfang des Jahres, auch die neue deutsche Außenministerin ist beste Freundin des türkischen Außenministers. Da gibt es irgendwie Umarmung, Bussi Bussi hier und Bussi Bussi da. Als ob es diese völkerrechtlichen Angriffskrieg nicht geben würde im Norden Syriens. Und die Frage, die wurde mir schon oft gestellt, ich habe sie mir oft gestellt und ich kann sie nicht beantworten, warum eigentlich? Also was ist es eigentlich, egal welche Bundesregierung es gibt, egal ob CDU, SPD, Grüne, FDP, alle haben diese unverbrüchliche, enge Zusammenarbeit, völlig egal, welche Regierung dort ist in der Türkei. Das wird mal erklärt mit historisch gewachsenen Zusammenhängen. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, das sind knallharte Machtinteressen. Aber ist es tatsächlich die starke wirtschaftliche Verflechtung mit der Türkei? Ist es die NATO-Partnerschaft? Ist es also ökonomische Interessen in der Region? Aber eins ist klar, das ist unsere Aufgabe hier in Deutschland, wenn wir über 10 Jahre Rojava reden, wenn wir über Solidarität mit den Kurdinnen reden, dann ist es unsere Aufgabe, irgendwie es irgendwann zu schaffen, diese unverbrüchliche Freundschaft zwischen diesen beiden Regierungen, da mal Brüche reinzutreiben. Weil solange das nicht passiert, werden wir es nie schaffen, die Bundesregierung zu einer, sag mal, konstruktiven Politik gegenüber der Kurdinnen und Kurden zu bewegen. Es ging ja so weit, als ich Anfang 2014 in Rojava war, zurückkam, dann hatten wir Gespräche im Außenministerium. Da ging es denn nur um medizinische Hilfe. Also da ging es nicht um internationale Anerkennung. Da ging es auch nicht um irgendeine Art von Kooperation, nur medizinische Hilfe. Und da wurde zum Außenministerium klipp und klar gesagt, das ist alles PKK, die bekommen gar nichts. Das war die Politik der Bundesregierung. Ich habe gestern gehört, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, also dass es schon auch Hilfsprojekte wenigstens geben kann, aber das war bis vor einem Jahr, bis vor 2 Jahren völlig klar, in Solidarität mit Ankara, mit der Erdogan-Regierung gibt es keinen einzigen Cent und keine einzige Tablette oder Spritze für die Kurdinnen und Kurden in Rojava. So, das ist unser Job hier in Deutschland, glaube ich, das aufzubrechen. Bis jetzt, muss ich sagen, bin zumindest ich daran gescheitert, aber wir arbeiten dran. Trotzdem würde ich
gerne nochmal nachfragen an der Frage der Regulierung. Also das eine ist ja sozusagen Hilfslieferungen, Unterstützungsleistungen zu ermöglichen. Das ist auch eine politische Frage. Aber auch die Frage der Rüstungsunterstützung, des Aufbaus von Rüstungsproduktionen, der Rüstungsexporte ist eine politische Frage. Ist da die Frage der Drohnen oder auch der Zulieferprodukte, ist das bereits reguliert? Ist das eigentlich eine Lücke? Fällt das überhaupt unter sowas wie das Rüstungsexportkontrollgesetz? Und was kann man überhaupt damit anfangen? Ja, natürlich. Das sind alles Rüstungsgüter, die müssen genehmigt werden. Es gibt sogar die Regelungen bei den deutschen Waffenexporten, wenn ich jetzt große Teile für einen türkischen Panzer liefere und die Türkei möchte diesen Panzer weiterverkaufen, dann braucht es immer noch eine Erlaubnis aus Berlin. So. Das hat aber eine gewisse Grenze. Das heißt, wenn in diesem Barakta-Drohnen nur ein paar kleine Teile eingebaut sind, dann gibt es diesen Vorbehalt nicht mehr. Und ich gehe davon aus, Matthias, du musst das mal sagen, was gibt es noch an deutschen Produkten in der Barakta-Drohne? Das wird mit Sicherheit weniger als 10% des Wertes sein und dann ist die Bundesregierung draußen. Das heißt, die könnten jetzt trotzdem noch sagen, es gibt keine Genehmigung mehr für den Kreiselkompass oder was auch immer da geliefert wird. Dann hätte die Türkei wahrscheinlich ein Problem im Moment, die Drohnen noch weiterzubauen, weil bestimmte Teile fehlen. Das tut die Bundesregierung aber nicht. Und wenn das denn einmal geliefert ist, dann gibt es keine Zugriffsmöglichkeiten mehr. Dann kann man auch nicht mehr sagen, ihr dürft sie nicht in Nordostsyrien einsetzen oder ihr dürft sie nicht weiterverkaufen. Das heißt, es gäbe wahrscheinlich die Möglichkeit, zumindest vorübergehend die Produktion zu behindern, indem bestimmte Teile nicht geliefert werden. Aber es gibt keine anderen Einflussmöglichkeiten danach mehr. Und es gibt vor allen Dingen nicht das politische Interesse. Matthias, willst du direkt darauf einsteigen? Also der Zug ist ein bisschen abgefahren, weil tatsächlich auch bei den Bayraktar-Drohnen die Türkei inzwischen die Komponenten, die aus Deutschland stammen oder stammten, selbst produziert. Und zwar war das im Wesentlichen, die Bundesregierung hat Exportgenehmigungen erteilt für die Raketen. Und da geht es aber jetzt nicht darum, dass deutsche Raketen im Irak oder sonst wo im Kurdistan jetzt Menschen morden, sondern da geht es darum, dass Deutschland der Türkei geholfen hat, diese Raketen zu entwickeln. Und zwar hat man bei den Drohnen halt das Problem, das ist ja alles ein bisschen kleiner als bei einem Kampfflugzeug. Es sind aber trotzdem Luft-Boden-Raketen, die gebraucht werden. Die müssen also miniaturisiert werden. Nicht nur die Raketen, sondern auch die Kassetten, wo diese Raketen zum Beispiel drinstecken oder diese Aufhängepunkte. Also das ist schon so ein klein bisschen so eine neue Technologie. Oder ich bin jetzt zu wenig Militärexperte, vielleicht ist es auch einfach nur eine Modifikation. Aber jedenfalls gibt es eine deutsche Firma, TDW, die zu einem europäischen Verbund gehört, MBDA. Und die haben Raketen geliefert, die offenbar quasi das Modell waren für diese MAM-Raketen, heißen die. Die werden von dem türkischen Konzern Roketsan gebaut. Und belegen lässt sich das nicht, aber es spricht ganz viel dafür. Es gab auch mal einen ausführlichen Monitorbericht hier in Deutschland dazu von einem Fernsehmagazin. Das ist in dem Sinne keine deutsche Technik mehr, aber Deutschland hat quasi den Steigbügel gehalten. Was allerdings noch eine wichtige Rolle spielt oder mindestens gespielt hat, sind die Sensoren. Lustigerweise, dieses Ding, was da oben hängt, ich muss die ganze Zeit, also gestern auch schon, das ist genau dieses Teil, was an Drohnen hängt. Vielleicht habt ihr dieses irgendwo mal gesehen, das nennt sich Gimbal, das ist so, das könnte sich drehen, da hängen die Kameras dran, also die Kamera schaut mich auch gerade an. Bei Drohnen sind das natürlich noch mehr als eine, hier ist es nur eine optische Kamera, bei den Drohnen ist da noch eine Infrarotkamera da in diesem Gehäuse drin, plus ein Radargerät, das ist wirklich Hightech. Und da gibt es den deutschen Konzern Hensoldt, der früher hat das mal zu Airbus gehört, ist ausgegründet worden. Dieser Konzern ist so wichtig, ich glaube 2019 war das, ist so wichtig, dass die Bundesregierung sich eine Sperrminorität gesichert hat, also die hält 25,1%. Diese Sensorik wurde an den Bayraktar-Drohnen gefunden. Und zwar auf einer Siegesparade in Baku.
nachdem also Aserbaidschan über Armenien quasi gesiegt hat und die armenischen Truppen aus bestimmten Teilen vertrieben hat, gab es in Baku eine Siegesparade. Da wurde eine Bayraktar-Drohne mitgebracht auf dem Hänger und da hing eben diese Sensorik von Hensoldt dran. Und jetzt Hensoldt ist da in eine Lücke gestoßen, weil es gibt einen kanadischen Konzern, Westcam, der baut diese Dinger auch, ist auch bekannt dafür. Und die haben halt nach dem Einmarsch, nachdem der Krieg da losging von Aserbaidschan, haben halt einen Exportstopp verhängt. Hensoldt hat das nicht gemacht und war wahrscheinlich auch froh, weil sie in diese Lücke stoßen konnten. Und jetzt muss man aber auch sagen, Hensoldt ist zwar ein deutscher Konzern, wo die Bundesregierung eine Sperrminorität hat, aber geliefert wurden die Dinger von Hensoldt in Kapstadt. Das heißt, deutsche Exportgenehmigungen braucht es überhaupt nicht, also, sondern südafrikanische. Und da gilt natürlich ein ganz anderes Regime. Inzwischen muss man aber sagen, es gibt auch eine türkische Firma, Aselsan heißt die, wenn ich die richtig ausspreche, die auch diese Sensoren baut und die inzwischen auch leicht genug sind, die an Drohnen zu hängen. Bei Drohnen hat man halt das Problem, die haben nicht so eine hohe Nutzlast. Und je mehr Kilogramm so ein Sensor wiegt, desto weniger Raketen kann man mitnehmen. Deswegen spielt das schon eine wichtige Rolle, da so State-of-the-Art-Technik zu haben. Aber ich glaube, zusammengefasst ist der Zug eben so ein bisschen abgefahren, dass man die deutsche Regierung hinsichtlich der türkischen Drohnen unter Druck setzen kann, weil sie wahrscheinlich jetzt sagen kann, wir haben nichts damit zu tun, außer diese Sensoren, die sich vielleicht noch bei bestimmten Drohnen finden. Das ist dann übrigens eine nationale Angelegenheit. Also wenn Rumänien jetzt sagt, okay, ich bestelle diese Bayraktar-Drohnen, dann bestelle ich die mit dem Sensor von Hensoldt zum Beispiel. Und das weiß ich jetzt nicht, welche Länder die bestellt haben. Das ist auch ganz schwer rauszufinden. Also ich weiß nicht, die ganzen Anfragen, die die Linke oft stellt zu den Exportgenehmigungen, da werden die Firmen nicht benannt. Okay, also die rüstungspolitische und auch völkerrechtliche Status von Drohnen ist offensichtlich ein Riesenbaustelle oder beziehungsweise also hätte vielleicht auch in der Vergangenheit nochmal eine viel stärkere Baustelle sein müssen. Ich würde gerne noch mal so einen Schritt zurück machen und zu der Wirkung dieses Krieges auch dich, Chloe, noch mal befragen. Also du hast beschrieben und wir haben das alle hier so ein bisschen zusammengetragen, was diese Form der Kriegsführung bedeutet für die Leute vor Ort, für diese Form der Angriffe, in der Abschreckungswirkung, in der Einschüchterungswirkung vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was deine Arbeit für das Rojava Information Center als eine Form von Gegenöffentlichkeit eigentlich da drin für eine Funktion hat. Denn dieser Krieg ist ja auch deswegen irgendwie ein Problem oder Krieg niederer Intensität ist ja auch deswegen so ein bisschen ein Problem, weil es eben kein Krieg ist. Es ist die Permanenz der Bedrohung und der Angriffe, aber es gibt eben keinen Krieg, über den man jetzt sagen kann, dass es ein Krieg ist. Wie geht ihr in eurer Öffentlichkeitsarbeit und in eurer Arbeit damit um und was glaubst du vielleicht, wie auch Öffentlichkeit anders aussehen müsste oder was in der Öffentlichkeit passieren müsste in der Thematisierung, damit das stärker skandalisierbar ist? Like what I would say first is that, like you say, no, like this low intensity warfare is something that is a doctrine from the state that has been theories that has been used by many countries in around the world and mainly by USA. As a war technique that is involving, like, first to not engage on the ground your official army, your national army, you know, so, like, also you were saying, the fact that then it's a lesser cost for the army, but also for the public opinion in your own country, you know, that you will not get soldiers that will die and you will not lose also maybe, like, more expensive weapon, like aircraft or other kind of weapons. And this means that you need to involve then proxy forces. And in the case of Turkey, we know that the proxy forces they are using are the SNA, Syrian National Army, that is being built out of more than 30 militias, that some are coming also from the former like Free Syrian Army, but also like people that were directly also coming from ISIS or other like Islamist groups that were present on the Syrian territory.
and that they will use these forces in order to do the war instead of them, no, to carry on this war. And like one of the examples of the use and the role SNA is playing also in this drone war right now is more maybe the one of launching these smaller suicide drones, chemical drone you were saying, no, that we saw before. So then, like, it's one characteristic, no? Like, it's not Turkey waging war against Northern in Syria. It's some people that, like, in the public opinion, people don't know exactly who they are anymore, no? Like, this is why also the RIC was publishing this report on the SNA, because for many people, like, who are these people that in some media are being called rebels, still, like, in some media are being called jihadists, some other Islamists, some other, like, Syrian militias, no? Like, it's something that is really confusing. And so then who are the people waging the war against Rojava and the Kurds? It's not clear in the mind of the people. That's one element that I think we have to take into consideration. Another one, I would say, yeah, like, this war is not being declared. And I think that, like, then Northern Syria was making a quite a strategic move on the by declaring the state of emergency on the 6th of July this year, because by declaring the state of emergency, they were signifying that they feel at war and they feel attacked and threatened on a daily basis in the same way as if Turkey would lead a full-scale invasion on the ground. And that they want to have the readiness to resist to these attacks and to provoke also this state of mind among the defense forces mostly, to feel that what they are in now is a war. Because in Rojava, I have to say that from my experience, like, these moments where there's no, like, full-scale war are really moments that you consider, like, peace, even if war is still ongoing, because you need to feel some moments at peace, no? Otherwise, if you just feel for 10 years in a permanent war all the time, it's, like, unbearable for the people. So people need this peace moments. But I think it's dangerous in this situation to think that you are at peace, especially for the people that are engaged in the defense forces. And then, like, the state of emergency is a way to claim this state of war. And, like, why is it a war also? Is, like, of course, no, like, this idea for Turkey that then it will not ring a bell in the public media opinion. And, like, it doesn't force the states to take position, no? It's allowing all the states that have a role to play in the region, like Russia, U.S., or even like European Union, to stay silent in front of these attacks. And it's also making people like losing hope in this way that, for example, again, I come back on this event because I think it was really significant, but the five girls that were killed in the academy, it didn't bring any media attention, didn't bring any like international condemn of Turkey, you know, because US sometimes is talking about the drone strikes, but they are never mentioning Turkey. It's like, someone, somewhere, did a drone strike today. We condemn this. It's not so nice. But with really, like, no, like, not so hard words. And never naming Turkey. And so I think that this is also something that has specific effect on the people, no? Because they are like, how can things that are so cruel, so barbaric, can happen without any sign from the international community, from any force, even from our partners on the ground, US, that is fighting with us against ISIS? And yeah, I mean, these are some elements I can say about this low intensity warfare. Ich nehme jetzt davon mit, dass es genau darum geht, auch das zu demaskieren oder sozusagen herauszuarbeiten, was die Funktion und Bedeutung dieser quasi fast zufällig stattfindenden also oder wie du so dargestellt hast, ne? Sie tauchen gar nicht auf, sie erscheinen als zufällig und als entpersonalisiert oder so, das eigentlich herauszuarbeiten und darauf in Öffentlichkeitsarbeit zu insistieren. Vielleicht habt auch ihr noch Vorschläge, was uns diese komplizierte Konstellation an sozusagen eine Herausforderung aufgibt oder was, wo vielleicht Handlungsoptionen bestehen mit dieser permanenten und sich ja auch intensivierenden Bedrohung Rojavas durch die Drohnen umzugehen.
Na, ich glaube, dass unser größtes Problem hier in Deutschland, ich glaube, das gilt auch für andere europäische Länder, ist, dass das überhaupt nicht in der breiten Öffentlichkeit hier bekannt wird. Das ist ganz schwer, da eine Medienöffentlichkeit herzustellen. Die Tatsache, dass es im Moment zwei völkerrechtswidrige Angriffskriege gibt, einen von Russland in der Ukraine und einen von der Türkei in Nordostsyrien, die ist überhaupt nicht bekannt. Also, und wenn man über Ukraine diskutiert, kann man auch mal darüber reden, aber das findet bis jetzt überhaupt keinen Boden in der deutschen Öffentlichkeit. Ich meine, es verschwindet tatsächlich natürlich auch hinter dem großen Krieg in der Ukraine, der hier in den Medien ja viel stärker berücksichtigt wird. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ne? Also deswegen ist diese Konferenz ja auch so wichtig. Aber deswegen ist auch die andere Arbeit, die Medikum macht, die viele von uns hier machen, so wichtig, zu versuchen, irgendwann auch mal diesen Schleier zu durchbrechen und darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein NATO-Land mal wieder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Im Moment scheitern wir mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das müssen wir einfach so eingestehen. Also wir kriegen es hier und da mal, aber es erreicht noch überhaupt nicht so die große, breite Bevölkerung hier in Deutschland. Und das, wie wir da jetzt im Moment drüber hinauskommen wollen, weiß ich nicht. Also ich mache ja gerade zur Ukraine relativ viele Veranstaltungen. Ich sage mal, das Publikum, das da sitzt, hauptsächlich Linke, gesellschaftliche Linke, die wissen das alle. Aber weiter geht es auch nicht im Moment. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die vor uns liegt. Ja, so zu dem Ausblick sozusagen, was tun, mir fallen da drei Sachen ein, drei Ebenen. Das eine würde ich mal jetzt vielleicht als sowas wie Forensik nennen. Ich finde es super wichtig, die Arbeit vom Rojava Information Center. Also ich habe diese Karte das erste Mal gesehen, dass man überhaupt erstmal eine Vorstellung bekommt, wo gibt es diese Angriffe eigentlich oder wer wird da jetzt eigentlich angegriffen? Wie laufen diese Angriffe ab? Es ist ja manchmal so, es gibt ja nicht nur Kampfdrohnen, es gibt ja auch Aufklärungsdrohnen. Also das heißt, eine Drohne, die einfach eine Region beobachtet und dann ein Ziel markiert, das geht per Laser, und dann wird das mit Artillerie beschossen. Das kann auch relativ präzise sein. Aber so quasi zu dokumentieren, dieser Angriff ist genau so und so erfolgt und da, dann kann man damit nämlich auch weiter politisch arbeiten oder auch juristisch arbeiten. Also hier, die ein oder anderen kennen sicherlich diese Organisationen wie Forensic Architecture, die solche Sachen nachgewiesen haben, um das halt gerichtsfest zu machen, die Tatorte untersucht haben. Die andere Ebene würde ich als politisch begreifen. Es gibt so internationale Kontrollregime, wo versucht wird, Drohnen einzuhegen. Die funktionieren nicht. Ich will sie aber trotzdem erwähnen, weil es trotzdem ein Kampf ist, der sich lohnt aus meiner Sicht. Es gibt das sogenannte Missile Technology MTRC, Control Regime, CR. Das ist ein Abkommen, was eigentlich Nuklearwaffen einhegen sollte von Mitte der 80er Jahre. Da nimmt auch Russland dran teil, wobei ich gar nicht weiß, wie es aktuell ist. Die Türkei ist da auch Mitglied. Und da ging es eigentlich darum, schnell fliegende Marschflugkörper, die also eine gewisse Reichweite haben, die eine gewisse Geschwindigkeit haben und eine gewisse Nutzlast, dass die sozusagen nicht entwickelt oder beschafft werden. Und Drohnen fallen lustigerweise genau darunter, weil sie halt relativ weit fliegen, teilweise relativ schnell fliegen. Und die USA hat dann einfach kurzerhand unter Trump den einseitigen, nicht komplett Ausstieg erklärt, sondern sie haben gesagt, naja, also diese neue Technologie Drohnen, die erfüllen zwar alle Kriterien, aber sie fliegen langsamer als so ein Marschflugkörper. Deswegen wollen wir das für Drohnen nicht mehr anwenden. Das ging es natürlich darum, weil natürlich hat man in den USA auch gemerkt, dass plötzlich China, Iran, Türkei massiv auf den Markt drängen mit Kampfdrohnen und den Markt will man sich nicht wegnehmen lassen. Also man kann natürlich versuchen, die Beteiligten von solchen Konventionen unter Druck zu setzen, eben zu dem zu stehen. Da sind wir natürlich relativ schwach. Aber trotzdem glaube ich, dass es für so eine kurdische Selbstverwaltung auch ganz intelligent wäre, sich in solche Auseinandersetzungen politisch einzumischen und zum Beispiel sowas zu beobachten und wenn die USA, ich meine, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber das Thema ist noch aktuell, sich dazu zu verhalten und zu sagen, hier, guck mal, das ist unmöglich, dieses Regime, Kontrollregime muss gestärkt werden, weil gerade die Türkei, die Mitglied dieses Kontrollregimes ist, verletzt das auch massiv. Dann gibt es Bestrebungen, da machen auch deutsche Gruppen mit,
autonome Drohnen komplett zu ächten. Da wird von Killer-Robotern gesprochen, Kill-Robots. Da ist ein bisschen das Problem, dass autonome Drohne, das meint also eine Drohne, die ich jetzt hier sozusagen, der ich hier den Befehl gebe und dann flieg mal los oder lauf mal los, gibt ja auch Landdrohnen, und töte mal diese und jene Person. Und dieses Vollautomatische, das gibt es im Prinzip noch nicht. Technisch ist das möglich, aber das ist auch in der freien Wildbahn noch nirgendwo beobachtet worden. Und deswegen ist diese Definition natürlich sehr, sehr eng. Das, was wir hier sehen, ist nicht vollautomatisch. Da gibt es immer noch eine Drohnenpilotin oder einen Drohnenpilot, und der gibt den Befehl zum Auslösen der Waffe. Deswegen nützt uns diese Konvention nichts, aber trotzdem, uns ist auch unklar, ob es sie geben wird. Aber trotzdem, ich glaube, sich in solche Auseinandersetzungen einzumischen, ist wichtig. Und zum Schluss noch, also ich habe lange Zeit in einem Abgeordnetenbüro gearbeitet und da haben wir uns mit der deutschen Drohnenbeschaffung beschäftigt. Und da haben wir auch versucht, eine Konvention zur Ächtung von Drohnen, also einfach stark zu machen. Dieser Zug ist auch komplett abgefahren, weil, also erinnert euch an diese Zahlen von Ländern, die Drohnen haben. Da wird ja kaum noch, wer soll denn da mitmachen, beispielsweise? Also, aber ich meine nur, diese Auseinandersetzung, also sozusagen diese politische Ebene, wenn sich die kurdischen Organisationen daran irgendwie beteiligen würden. Beteiligen heißt ja einfach nur, dass man sich ein bisschen dazu erklärt. Man muss ja jetzt nicht gleich da mitarbeiten oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch die juristische Ebene, wo wir glücklicherweise den deutschen Experten hier im Publikum haben. Weiß ich nicht, ob Andreas vom ECCR vielleicht nochmal was dazu sagen will. Also was, es gibt ja auch Fälle, wo eben das ECCR zum Beispiel solche Sachen dann auch mal versucht hat, vor Gerichten einzuklagen in Deutschland. Yeah, I could just add something about the question of the arm exports, because I think that most of the time we are trying to focus on the idea of like our countries exporting weapons to Turkey or pieces of the weapon, but we don't think enough about the financement of the arm industry in Turkey. And then we can find like German, French, American or English companies like banks, assurance that will invest or are playing a role in financing this Turkish industry, even if it's becoming Turkish only industry, even if they don't have relationship with like weapon factories in European countries. And then like targeting finance is also, I think, another strategy to try to have an effect on the Turkish weapon industry. That's it. Ja, danke für eure ganzen auch nochmal Empfehlungen und Hinweise, wo Baustellen an dieser Frage sind. Die Panelzeit neigt sich ein bisschen zu Ende, auch wenn man darüber noch wirklich sehr lange und ausführlich reden könnte. Und der Verweis war ja aber auch schon von Mandir, Matthias, dass wir später noch auch einen Input von Andreas Schüller vom ECCHR hören werden, der wahrscheinlich auch diese Frage der juristischen Kategorie an die Frage der Anerkennung, die später auf dem Panel ein Thema sein wird, zurückbinden wird und uns da ja auch noch mal ein paar Fragen und Herausforderungen aufgibt. Aber in diesem Sinne würde ich gern an dieser Stelle unsere Diskussion über die Frage der Bedrohungssituation, der Rüstungs- und des Drohnenkrieges beenden wollen und diese Fragestellung einfach mitnehmen und zum Teil in die nächsten Panel, aber auch in die nächste und kommende Arbeit und Auseinandersetzung in der solidarischen Unterstützung des Projektes Rojava's, was, glaube ich, einfach eine fortlaufende Frage bleiben muss. Und da sind die Punkte, die ihr genannt habt, sehr dankbar und sehr hilfreich, denke ich. Insofern vielen Dank für eure Teilnahme und ich würde dann übergeben an das nächste Panel. Ach so. Okay, jetzt gab es noch Meldungen aus dem Publikum. Es gibt drei Fragen. Insofern, genau, vielleicht machen wir einfach euch. Christine?
Ihr habt jetzt noch nicht darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel über Cyber-Anti-Warfare sich davor zu schützen vor diesen Angriffen. Das finde ich tatsächlich nochmal interessant. Also gäbe es eine Möglichkeit, genau diese Drohnen aufzuhalten, Aufklärungsinformationen zu sammeln, damit sozusagen diese Leute nicht getroffen werden können. Danke. Mein Vorschlag, genau, wir sammeln. Erschan? Ja, mir fehlte ein wichtiger, meiner Meinung nach wichtiger Aspekt, der gestreift wurde, aber zu wenig Beachtung fand. Ich glaube, es ist noch gar nicht klar geworden, was diese Drohnenbedrohung in der Permanenz, in der täglichen Bedrohung in Rojava auslöst. Also ich kann das nur sagen, ich hatte das erste Mal mit Drohnen zu tun 2017 in Raqqa, als mir gesagt wurde, pass auf, die fliegen mit kleinen Drohnen, da hängt eine Handgranate dran oder eine kleine Granate, ja, die schmeißen die auch in den Hof. Da habe ich gedacht, okay, was macht denn das mit einem? Ja, und das macht was. Ja, und ich glaube, die tägliche Bedrohung von Drohnen, das ist nicht nur festzustellen, wie ihr das sehr gut erklärt habt, es sterben Menschen, werden Leute schwer verletzt, sondern es macht was Psychologisches. Und diese psychologische Bedrohung heißt, du gehst zum Beispiel auf ein Treffen, du triffst dich mit irgendwelchen Funktionären, Funktionärinnen, irgendwelchen Leuten, die irgendwas vielleicht zu sagen haben, und du weißt nicht, passiert was. Ja? Und das heißt, je höher du in einem Level von einem Meeting bist zum Beispiel, du triffst dich mit irgendjemand von der Stadtverwaltung oder wir waren zum Beispiel in Hasseke im Knast mit hochrangigen Leuten, auch von der JPG, die inzwischen die Verteidigung haben oder die Aufsicht im Knast und du sitzt im Hof und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch jetzt eigentlich ein Ziel für einen Drohnenangriff. Ja, und das ist natürlich für mich nur eine Momentaufnahme, weil wir nicht dauernd da sind. Aber die Leute, die da leben, das macht psychologisch eine permanente Einschüchterung, die was verändert an deiner sinnlichen Wahrnehmung von Gefahr. Ja, und ich glaube, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Dagegen gibt es kein gutes Mittel, aber ich wollte es zumindest mal genannt haben. Erdschan hatte sich noch gemeldet und genau. Ich will mal eine Meinung wiedergeben, die ich immer wieder gelesen habe und ich denke, da ist bestimmt was dran. Es ist jetzt kein Vorschlag, aber ich denke, dass die Produktion der türkischen Drohnen nicht jetzt alleine Initiative der türkischen Regierung war. Ich denke, dass es auch ein bisschen NATO-weit abgestimmt war, weil belgische Firmen sollen dabei gewesen sein, britische, kanadische, deutsche und ich weiß nicht welche. Das deutet doch auf eine größere Koordination. Nur zum Hintergrund. Und das hat einfach damit mit der strategischen Lage, Position der Türkei zu tun. Und die Drohnen kamen gerade und die Türkei hatte vor 10 Jahren oder so, oder eine Schwierigkeit im Kampf gegen die Guerilla der PKK, aber man hat auch wahrscheinlich weitergedacht im Mittleren Osten, um die Kriege in Libyen und hier und dort die Türkei einzusetzen. Nur das im Hinterkopf zu behalten. Genau, ich würde als letzte Redemeldung noch Sie hier vorne aufrufen. هر دولتك وقتها كوتشكي قدخا بكارتين السروانا بريارتي قرتن وتينا جزاكرن اما دولته تركيا العفرين لسريكاني ايرو لديجي جري لاين كورد هر رنجي تشكن قدخا Wenn illegale Waffen eingesetzt werden normalerweise Sanktionen werden die Staaten normalerweise sanktioniert. Wir wissen, dass die Türkei 8 verschiedene Arten von Waffen gegen kurdische Kämpferinnen eingesetzt hat. Es wird nicht einmal diskutiert in europäischen Ländern, warum ignoriert die Welt diese Attacken? Also dass die Türkei diese Waffen gegen die kurdischen Kämpfer einsetzt. Warum wird das ignoriert? Also die Frage wiederholen. Ne? Die Frage war, warum diese Form der Angriffe und diese Form der Bedrohungssituation eigentlich ignoriert wird oder so dauerhaft auch aus dem Aufmerksamkeitshorizont verschwindet. Genau. Obwohl die Türkei sehr viele
sind bislang 8 verschiedene Formen bekannt aus den kulturellen Fällen. Also wörtlich hat sie gefragt, dass die Türkei mittlerweile 8 verschiedene Formen von Waffen, auch inklusive C-Waffen, einsetzt, die international geächtet und verboten sind. Diese wurden auch zum Beispiel in Sedekanya, Afrin und GDCP eingesetzt und werden weiterhin eingesetzt. Warum ist bislang daran, warum bislang keine politische Stellungnahme oder Verbot gegen die Türkei dazu geäußert worden ist, warum das erlaubt wird. Sie wollte da wissen, warum. Gut, also in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt vorschlagen, dass wir auf diese Punkte, also die Frage des Selbstschutzes, psychologische Bedrohung, die Systematik und Koordinierung, vielleicht genau, machen wir noch mal eine kurze Abschlussrunde dazu und ja. Ja, also zu dem Statement mit der psychologischen Wirkung brauche ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist genau das. Das ist bekannt auch aus Afghanistan und Pakistan beispielsweise aus den letzten 20 Jahren. Also was das, wie das die Bevölkerung einschüchtert. Zu der Frage, ob die NATO sich das so ein bisschen ausgedacht hat, dass die Türkei so eine Drohnenindustrie aufbaut, da wäre ich skeptisch. Die hilft uns sowieso nicht weiter. Und so viele Bauteile sind das jetzt auch gar nicht, wichtige Bauteile, also die jetzt aus den anderen Staaten kommen. Also allerdings muss ich auch zugeben, ich habe von dieser These noch nicht gehört, also ich kann das auch nicht weiter kommentieren. Und zu der Abwehrmöglichkeit, das ist begrenzt, also von den großen Drohnen, von denen ich gesprochen habe, das sind ja, die kann man nur militärisch abwehren. Also da müsste man sich eine Flugabwehr beschaffen. Oder militärisch kann man natürlich auch die Bodenstationen angreifen, die aber auf türkischer Seite hinter der Grenze ist. Da gibt's, die sind auch bekannt, die Militärschutzpunkte, wo diese Drohnen starten und landen. Und da stehen auch die Container, von denen die gesteuert werden. Also die werden jetzt nicht vom Büro in Ankara gesteuert, sondern von irgendeiner Militärbasis, in der Regel in so einem Container. Und wie gesagt, das kann man nur militärisch machen. Man könnte sie theoretisch auch stören, aber weil die so groß sind und so hoch fliegen, die fliegen ja so 5-6 Kilometer hoch, bräuchte man da enorme Anlagen und Stromstärken, um die jetzt stören zu wollen. Anders ist es bei den Kleinen, von denen du jetzt auch gesprochen hast, die diese Granaten tragen, die ich auf dem ersten Bild gezeigt hatte. Die kann man stören. Da gibt es auch so Drohnenabwehrwaffen, die sehen so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus, so dicke, wie so ein dickes Gewehr. Da gibt es inzwischen verschiedene Hersteller. Allerdings ist das Dual-Use-Technik. Also ich weiß nicht, wie einfach es ist, für kurdische Truppen sowas zu beschaffen, also Milizen jetzt sowas zu beschaffen. In Ukraine wird das gerade massenhaft an die ukrainische Armee verteilt. Also in Russland sicherlich auch. Aber ich kenne das eigentlich als ein Produkt des Westens. Ja, zu den chemischen Waffen. Ja, vielleicht noch kurz zu Ercan. Ich glaube das auch deswegen nicht, weil eben die Türkei vor mindestens 30 Jahren die strategische Entscheidung zum Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie getroffen hat. Und es ist eine Riesenaufgabe. Die wenigsten Länder haben das. Die wenigsten Länder können systematisch fast alle wichtigen Waffensysteme selbst herstellen. Und die Türkei hat es geschafft mit westlicher Hilfe. Das betrifft gar nicht nur die Drohnen, das betrifft alles, von den Panzern und Flugzeugen und so weiter. Die haben das mittlerweile geschafft, sind deswegen 11 größter Waffenexporteur und sind deswegen auch bei den Drohnen mittlerweile unabhängig. Also ich glaube, ein alleiniger Blick auf die Drohne nützt hier nichts. Die Erklärung liegt in der Grundsatzentscheidung einer eigenen Rüstungsindustrie und sie haben es geschafft, leider. Zu den verbotenen Waffen. Das Problem ist, ich sage mal, die Aufmerksamkeit für verbotene Waffen, die gibt es dann auch groß in der westlichen Welt, wenn es sehr klare Belege gibt. So, und sehr klare Belege ist, ich sage jetzt mal, für die gemeine westdeutsche Journalistin und den Journalisten, wenn ich chemische Nachweise habe, dass genau dieses Gift eingesetzt wurde. Deswegen war sozusagen der Einsatz von chemischen Waffen in Syrien war immer Headline News in ganz Europa, weil es den chemischen Nachweis gab. Den gibt es bislang aus Rojava oder aus anderen Regionen nicht. Und deswegen ist es eine extreme, für mich auch
schlimme, aber eine extreme Zurückhaltung im Westen, überhaupt über so etwas zu berichten. Das ist die große Aufgabe, so etwas konkreter nachzuweisen. Und da kommen wir auf die Forensik. Das, was Matthias vorhin gesagt hat, Forensik ist extrem wichtig. Immer wieder Bilder, Fotos, Waffenteile, was auch alles, was man bekommen kann, fotografieren, analysieren, dass wir mehr nachweisen können. Weil ab einer bestimmten Nachweisschwelle gibt es dann auch eine große Öffentlichkeit, gerade wenn es um verbotene Waffen gibt. Das findet dann schon statt. Aber die Schwelle ist leider sehr hoch. War das die Antwort, warum die Öffentlichkeit, also Medien, nicht darauf reagieren? Das ist meine Einschätzung, warum es kein Thema in den deutschen oder europäischen Medien ist, die Chemiewaffenangriffe und andere verbotene Waffen, weil sozusagen da die Nachweisebene fehlt. Das war mal anders. Das war zum Beispiel im Jahr 2001, war das, glaube ich, als die türkische Armee im Nordosten der Türkei chemische Waffen gegen die PKK eingesetzt hat. Da gab es einen chemischen Nachweis von einem Universitätsinstitut in München. Das hat große Wellen in Deutschland geschlagen. Das ist als verbotener Chemiewaffeneinsatz gebrandmarkt worden. Da gab es einen chemischen Nachweis. Das meine ich. Deswegen, wenn diese Schwelle nicht erreicht ist, dann gibt es keine Berichterstattung. Das ist meine Erklärung. Vielleicht gibt es auch noch eine andere. Aber Chloe, möchtest du noch was ergänzen? You want to add something? Okay, in Anbetracht der Zeit würde ich trotzdem hier schließen. Ich weiß, es gibt noch Fragen, aber wir sind schon über der Zeit und es gibt ja auch ganz viel Raum, hier noch auf der Konferenz weiterzureden, Leute zu befragen und weiter in der Diskussion zu bleiben. In diesem Sinne, genau, danke für eure Aufmerksamkeit und ich übergebe an das nächste Panel.